Hi Leute, hier ist Sebastian Glöckner und hier in diesem Video geht es darum, wie man mehr Geld verdient mit Udemy, indem man das auf das Feedback seiner Kunden hört. Und da habe ich sehr viel Erfahrung drin. Das möchte ich dir gleich im nächsten Video mitteilen, also im kommenden Video. Ich habe jetzt gerade meinen 88. Kurs veröffentlicht auf Udemy und jetzt über 100.000, 140.000 Teilnehmer jetzt sogar gewonnen. Und deswegen kann ich da natürlich einiges zu sagen. Ich habe auch schon ziemlich viel getestet in der Richtung und sage dir jetzt meine Erfahrung aus jetzt mittlerweile 7 Jahren, in dem ich diesem Online-Kurs-Business tätig bin. Und wenn dich solche Themen interessieren, dann bitte abonniere auch gerne den Kanal und mach die Glocke an, weil wenn ich das nächste Mal ein Video zu diesem Thema veröffentliche, dann bist du dann direkt als Erster dabei. Also, Geld verdienen mit Udemy, indem man aufs Feedback hört. Was fällt mir dazu ein? Was sind so meine Erfahrungen? Es ist ja wirklich so, dass sowohl im Bekanntenkreis als auch ich selber kenne dieses Problem, als auch im Coaching-Bereich, also Menschen, die von mir gecoacht werden, als Online-Dozenten. Jeder kennt dieses Gefühl am Anfang, wenn du so deinen ersten Kurs machst, hast du oft, also beim allerersten Mal und vor allem, wenn man es ohne Hilfe macht, dauert es ja noch länger, aber ne, auch mit Coach brauchst du ein bisschen Zeit, ein paar Wochen oder so, bis du deinen ersten Kurs erstmal perfekt hast. Ne? Ich habe für meinen ersten Kurs 3 Monate gebraucht. Und ich kenne jemanden, der seit einem Jahr an seinem ersten Kurs rumschraubt. Ne? Also wir brauchen auf jeden Fall beim ersten Kurs länger als bei den anderen. Ne? Darauf können wir uns darauf einigen. Und oft ist es ja so, dass man dann so ein bisschen angestrengt ist und dann irgendwie kein richtiges Feedback mehr haben will. Also was ich damit meine ist, du bist dann stolz, hast deinen ersten Kurs und dann zack, kommt die erste schlechte Bewertung. Dann ist man total verärgert. Oder geknickt oder gekränkt oder so. Und dann kommt dann so eine, keine Ahnung, irgend so eine Bewertung, wo du dir keinen Reim draus machen kannst, wo dann gesagt wird, ja, hier irgendwie langweilig oder so, hat mir nicht gefallen. Und du kannst dir vorstellen, ich habe jetzt, ich weiß nicht, Tausende oder Zehntausende, ich weiß es nicht, also sagen wir mal Tausende Bewertungen, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, für meine Kurse und ich habe schon alles gelesen. Ich habe Leute gelesen, die 5 Sterne geben und sagen, das ist der beste Kurs, den ich jemals gesehen habe. Der hat mein Leben verändert. Ich habe einen neuen Job gekriegt aufgrund von diesem Kurs. Und Leute, die sagen, so, das ist der schlechteste Kurs. Ich habe noch nie so einen Scheiß gesehen. Absolut schlimmster Kurs der Welt. Ich bin selber Lehrer und das gibt es doch gar nicht. Wie kann man so einen Kurs? Und so, ne? Und ich lese mir die Bewertungen alle durch. Und es ist natürlich so, du kennst ja mein Dozentenprofil und, ne, also meine Top-Kurse haben ja alle. Nicht die ganze Zeit, aber meistens überdurchschnittliche Bewertungen. Ich achte auch darauf. Ne? Das heißt, dass halt die Kunden, die halt was Gutes sagen, sind halt natürlich deutlich in der Überzahl. Ne? Aber wenn mal einer was Schlechtes sagt, das ist eigentlich viel interessanter, auch wenn ich es natürlich nicht gut finde, weil es die Bewertung runterzieht. Aber wenn dann mal einer was sagt, dann kann ich dir nur empfehlen, und jetzt kommt halt mein Tipp oder mein Hack, dass du halt wirklich genau das liest und verstehst, was er damit meint. Klar, oft steht da gar nichts oder jemand lässt 2, 3 Sterne da und das war's. Aber oft hinterlassen die Kunden auch Hinweise. Das heißt, du kannst ungefähr erkennen, wo drückt der Schuh oder woran lag das überhaupt? Ja, die sagen dann, also ich sage jetzt mal so ein Klassiker, ganz einfach, der Ton war schlecht oder so. Okay, da musst du aufpassen. Was glaubst du, wie viele Jahre ich mit Mikrofonen experimentiere und mit Klang, Echo, Hall und so, um halt einen vernünftigen Ton hinzubekommen? Das ist, ich kann dir wirklich sagen, seit 2014 teste und prüfe und verfeinere ich meine Methoden, um immer Ton auszuprobieren. Und wenn du zum Beispiel bei mir in der Mastermind-Gruppe bist, wenn du das jetzt hier hörst und du bist in der Mastermind-Gruppe und du hast mich noch nicht darauf angesprochen, dann sprich mich bitte darauf an, weil ich kann dir das natürlich abkürzen. Ich kann dir direkt sagen, woran es liegt, wo muss das Mikrofon stehen, welches Mikrofon musst du kaufen. Und dann, ne, können wir halt überlegen, wie das bei dir ist, also in deinem Haus, in deinem Zimmer, wie man das Echo wegkriegt, wie man das Rauschen wegkriegt. Ja? Da habe ich jahrelang Erfahrung drin. Aber das ist so ein Klassiker, ne? Das hört man auf Ton schlecht. So, dann, ja, Bild ist schlecht, kommt auch manchmal vor. Das ist halt eine Frage von Beleuchtung. Ja? Da kannst du mich dann auch bitte drauf ansprechen, unserem nächsten Mastermind-Call. Dass wir dann eben auf die Beleuchtung sprechen, falls so da ein Problem ist, weil sowohl bei Bild und bei Ton ist es immer total schwierig, die Beleuchtung nachher wieder besser zu kriegen. Also klar, du kannst es hell drehen und Kontrast und so, aber na, ich meine, ich habe da echt viel experimentiert und ich benutze auch vor allem YouTube zum Experimentieren, um das Wissen dann in die Online-Kurse zu bringen. Und guck dir mal ein paar alte YouTube-Videos von mir an.
Hier auf dem Kanal, da wirst du sehen, da sind ein paar, die viel zu hell sind oder so oder zu dunkel, weil ich halt dann noch eine neue Kamera und das neue Setup hier ausprobiert habe für einen neuen Kurs. Und das lässt sich nachher nur ganz schwer rauskriegen. Also wenn es einmal viel zu hell ist oder viel zu dunkel, dann hast du Pech. Ja, also es ist wirklich schwierig. Und ja, Ton noch viel schlimmer, lässt sich ganz schwer nur nachbearbeiten. Rauschentfernung ist schon total viel Arbeit. Das klingt dann total blechern. Also bei mancher Software gibt es so einen Haken. Das verschlechtert den Klang so sehr. Da empfehle ich lieber, das Mikrofon so aufzustellen, dass man es nicht braucht. Spart auch sehr viel Zeit. Ja? Aber das waren jetzt so technische Sachen. Es gibt aber auch viele inhaltliche Sachen. Ich erzähle ja immer wieder gerne die Story, dass ich mal einen kompletten Kurs neu aufgenommen habe, aufgrund des Feedbacks, weil eben das Feedback so schlecht war und alle haben das Gleiche gesagt. Da habe ich dann halt einfach den ganzen Kurs neu aufgenommen. Ne? Die Story habe ich ja letztens in einem Interview mal erzählt. Da hatte mich ja der Interviewer gefragt, was war denn das überhaupt? Also, ne? Und es war halt so, ich hatte was gemalt, also das war wirklich schon x Jahre her, so 2015 oder so. Da war ich einer der ersten oder der erste, die so Zeichnungen gemacht haben. Ich hatte mir da extra so ein ganz, ganz teures Grafiktablett gekauft und habe dann so Zeichnungen gemacht und habe die dann hinterher vertont. Und dann waren die, ich dachte, das ist so cool, du machst es getrennt. Und dann waren die nicht mehr synchron. Und ja, dann haben die Leute gesagt, hey, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt hingucken oder soll ich hinhören? Das passt irgendwie gar nicht und so. Das haben alle gesagt und die Bewertung runtergegangen. Und dann habe ich halt den Kurs nochmal ganz neu aufgenommen. So. Na, aber wie gesagt, es gibt halt so Sachen, wo man manchmal genauer hinhören muss. Oder es kann auch passieren, dass die Leute sagen, der Kurs ist zu trocken oder so. Oder die sagen, er ist nicht strukturiert genug, also was jetzt das Gegenteil ist, also nicht ganz, aber oft, ne? Die einen machen es sehr trocken, zum Beispiel die siezen ihre Kunden und sagen sie anstatt du, ne? Oder, ne? Und manche machen es dann eher so ein bisschen hemdsärmelig und so. Und die Frage ist natürlich nicht, dass das Siezen schlecht ist oder das Hemdsärmelige schlecht, sondern es geht darum auch um Erwartungsmanagement. Das heißt, dass du, bevor jemand den Kurs kauft, ihm auch ungefähr sagst, was ihn erwartet, damit er nicht enttäuscht ist. Das heißt, wenn du jemand bist, der, ne, der sehr trocken ist und so, dann wäre es auch gut, wenn du nur Leute als Käufer gewinnst, die auch trocken sind, damit sie halt dir keine schlechten Bewertungen geben. Weil da verzichte ich lieber auf das Geld. Ja? Und jemand, der, also das ist halt dieses Erwartungsmanagement, ne? Und jemand, der, ja, ich bin auch bei manchen Kursen sehr, sehr hemdsärmelig und so. Und das wird dann eben als unstrukturiert von manchen Kunden empfunden. Und da ist es dann eben gut, wenn das zu viele sind, dass du dann irgendwo vor dem Kurskauf klar machst, dass es Absicht ist. Ne? Und sagst, dass du einen Grund dafür hast, warum du es so vermittelst. Ne? Wenn es aber keine Absicht ist, dann musst du einfach versuchen, nächstes Mal besser zu werden. Ja. Ne? Also, das ist so mein Plädoyer. Auf jeden Fall darauf achten, was dir die Kunden sagen. Und diese Chance hast du ja bei Udemy, hast du ja bei vielen anderen Plattformen nicht. Also, wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte unbedingt abonnieren. Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Und schreib unter die Kommentare deine Meinung dazu und deine Erfahrung. Ich lese mir jeden Kommentar durch und antworte. Also, mach's gut und bis bald. Dein Sebastian.